Der Bokashi-Eimer. Damit zauberst du aus deinen Küchenresten einen wunderbaren Dünger für deine Pflanzen, den sie lieben werden. Aber nicht nur das. Hier hast du noch einen Abflusshahn, wodurch du zusätzliche Fermentflüssigkeit ernten kannst und damit deine Pflanzen auch nochmal zusätzlich düngen kannst, während der im Fermentationsprozess gerade steckt. So kannst du deine Pflanzen boosten, damit sie stärker wachsen, vitaler werden und du auch mehr ernten kannst. Wer wünscht sich das nicht? Der ist es. So, das Bokashi-Ferment hat eine große Begeisterung unter Gärtnern. Von anderen Influencern und Gartenkollegen wird auch sehr gerne Werbung für diese Eimer gemacht. So, und selbstverständlich bin ich auch ein großer Fan vom Bokashi-Ferment an sich. Ich fermentiere auch sehr viel, aber von diesen Eimern bin ich kein großer Fan. Für so einen Eimer kann man mal gut 30 Euro hinblättern. Dann gibt es hier noch ein Set, wo man dann noch zusätzlich effektive Mikroorganismen bekommt. Und dann kann man schon gute 70 bis 90 Euro für sowas bezahlen und dann hast du nur solche zwei relativ kleinen Eimer, wie ich finde. Jetzt ist es so, dass du eigentlich schon fast gezwungen wirst, zwei solche Eimer zu kaufen, weil das Ferment ungefähr 4 bis 6 Wochen braucht, um dann später in den Boden oder in den Kompost eingearbeitet zu werden. Und die Zeit möchtest du ja auch nicht unbedingt verstreichen lassen. Das heißt, in der Zeit wirst du halt deinen zweiten Eimer füllen. 30 cm ist der Eimer breit, von der Höhe her 37 cm und vom Innenraum von der Höhe her haben wir dann circa 24,5, wo man halt dann die ganze Sachen füllen kann. Das heißt, wir haben ein Volumen von 25 bis 30 cm, welches wir füllen können. In dem Eimer kannst du deine Küchenreste, Knochen, Fleisch, gekochte Sachen, alles mitfermentieren. Nach der Fermentation haben die Ratten daran kein Interesse. Hier drin findest du noch so eine Art von Sieb, damit halt jetzt die Küchenreste dann nicht dann unten in das Behältnis da reinkommen, wo du dann deine Fermentflüssigkeit dann rauszapfen kannst und damit zum Beispiel deine Pflanzen zu gießen. In der Flüssigkeit sind dann die Fermentbakterien mit drin und davon. Wichtig bei der ganzen Sache ist, dass die Fermentation ein anaerober Prozess ist. Das heißt, das Ganze muss halt auch luftdicht verschlossen werden, wie halt bei zum Beispiel bei Sauerkraut. Und das funktioniert auch bei dem Eimer. Das ist jetzt mein guter Eimer, der einwandfrei ist. Ich habe noch einen anderen und der schließt ja jetzt nicht mehr ganz so gut und da kommt es mal regelmäßig zu Schimmel. Das ist überhaupt nicht gut, weil die Kante auch hier ziemlich dünn ist. Ist nicht so fest, wie man es meinen würde. Für einen kleinen Gemüsegarten oder für einen Balkon reicht es alle Male. Aber wenn ich jetzt so eine Anbaufläche wie ich habe und dann noch mehrere Komposte mit ansetze, dann ist das ehrlich gesagt nutzlos eigentlich von der Größe her und auch eine massive Geldverschwendung, weil ich bräuchte dann mindestens 20 oder 30 Stück von den Eimer und bei mir fällt auch als pflanzlicher Rohköster ziemlich viel Küchenreste an und dann würde ich dann gut 1500 bis 2000 Euro nur für solche Eimer ausgeben, wenn ich dann eine viel bessere Lösung habe und zwar solche Eimer, wo Maiseknödel drin sind, die bekomme ich von meinen Nachbarn geschenkt, weil die halt das ganze Jahr über Vögeln füttern. Die Eimer kann man genauso luftdicht verschließen, sind um einiges größer auch her vom Volumen und von denen habe ich gut 20 bis 30 Stück. Dann habe ich noch etwas kleinere Eimer, die ich von Gastronomien, Bäcker und Metzgereien geschenkt bekommen habe, weil da halt irgendwelche Mayonnaisen, Soßen oder sonst irgendwelche Sachen drin sind und die Eimer werfen sie halt auch einfach weg und dann kriegst du sie auch kostenlos und die sind sogar, glaube ich, vom Volumen her auch besser als die Eimer hier. Einfach mal nachfragen, schadet ja nicht, oder? Der Eimer hier hat die gleiche Breite wie der Bokashi-Eimer hier und von der Tiefe her kommen wir auf gut 34 cm. Das heißt, vom Volumen her umfasst er auch um einiges mehr. Der hat zwar natürlich keinen Abflusshahn, den braucht man eigentlich nicht unbedingt. Bin jetzt kein großer Fan davon, vor allem wenn man seine Beete auch ordentlich mulcht. Eine dicke Schicht, dann hast du irgendwann einen Humus, ein Dauerdünger, dann brauchst du jetzt nicht unbedingt die Fermentflüssigkeit. Ist natürlich sinnvoll, wenn du mal wirklich Pflanzen hast, die in Töpfen sind oder mal einen Boost bekommen. Aber wenn du deine eigenen effektiven Mikroorganismen selbst züchtest, dann kannst du damit auch deine Pflanzen begießen. Also von daher lohnt sich das eigentlich eher weniger, so einen Abflusshahn ranzumachen. Aber da kommt um einiges mehr rein als bei den anderen Bokashi-Eimer. Und wenn du unbedingt möchtest, dann kannst du auch für ein paar Euro so einen Abflusshahn besorgen, dann nimmst du einen zweiten Eimer, steckst ihn hier rein, tust einen kleinen Raum übrig lassen, wo dann die Flüssigkeit durchkommt, tust in den einen Eimer dann Löcher unten reinbohren, tust den Abflussplan hier vorne auch
reinbauen und dann reinstecken, hast du das gleiche, nur größer und besser, für viel weniger Geld. Du kannst sogar auf die XXL-Variante dann übergehen und dir zum Beispiel dann Fässer, zum Beispiel 60 Liter mit Spanndeckel holen oder auch alte Ölfässer, die ich auch geschenkt bekommen habe. Um fast 20 Liter muss man nur ein bisschen auswaschen, die haben einen Spanndeckel drauf. Da könnte ich sogar Grasbokashi machen, weil Grasschnitt halt sehr schnell dazu neigt zu schimmeln, aber mit dem Ferment, also mit dem Fermentationsprozess, läuft alles wunderbar ab. Dann hat man dann einen schönen Mulch dann später oder was für einen Kompost und dann hat man dann eine sehr große Variante, wo man sehr viel organisches Material in Bokashi-Ferment umwandeln kann, was halt sehr schnell vom Boden eingesaugt wird. Und ja, wenn ihr dann Bokashi übrig habt, gibt es bestimmt bei euch einen Bauern in der Nähe. Der freut sich auch darüber, dass er so einen erstklassigen Dünger ihm anbietet. Oder ihr könnt vielleicht sogar noch ein Geschäft draus machen und das an kleinen Bauern oder Kleingärtnern verkaufen. Wäre vielleicht mal ein gutes Businessmodell. Schlechtes Geschäft für mich ist vielleicht unter anderem dieses Aufklärungsvideo hier, weil mit den Eimern kann man Affiliate-Links machen, kann man ein gutes Geschäft machen. Und wenn ich die jetzt zum Beispiel euch empfehlen würde, einen Link unten drunter setzen, dann würde ich vielleicht nochmal zusätzlich was verdienen. Was natürlich auch nachvollziehbar ist, dass Garteninfluencer Werbung für diese Eimer machen, denn für die Online-Arbeit möchte man ja auch noch zusätzlich Geld verdienen, möchte man das vielleicht auch hauptberuflich machen und die ganze Arbeit dahinter ist auch nicht zu unterschätzen. Von daher verurteile ich auch niemanden, der halt Werbung für die Eimer macht. Es gibt halt nur günstigere Möglichkeiten und meiner Meinung nach die effektivere Möglichkeit. Für mehr solcher Tipps kannst du noch diese spannenden Videos hier anschauen, gerne einen Daumen nach unten hinterlassen und jetzt warte ich nur noch auf meine Kooperationsanfragen für solche Eimer. Meine einzige Bokashi-Empfehlung, einzig wahren Bokashi-Eimer, den man nutzen kann, größer, besser und kostengünstiger.